drei ganz wichtige Tipps vor dem Video. Der erste Tipp: Sparen Sie bitte niemals beim Papier. Nehmen Sie dieses Arschpapier oder Saunders Waterford oder eine andere gute Papiermarke, auf keinen Fall irgendwelche Aktionspapiere. Tipp Nummer 2: Beachten Sie den Feuchtigkeitsgrad des Papiers. Wenn Sie Verläufe haben wollen, müssen Sie das Papier vorher befeuchten, möglichst gleichmäßig. Möchten Sie aber Granuliertechnik ausüben, malen Sie auf trockenem Papier. Tipp Nummer 3: Die Pinselfüllung. Wenn Sie auf trockenem Papier malen, ist das eigentlich egal. Haben Sie wenig Farbe im Pinsel, wird es granulierend. Bei der Nass-in-Nass-Technik müssen Sie darauf achten, dass die neu hinzukommende Farbe, zum Beispiel das Blau bei den Himmelbildern, trockener ist als die zuerst aufgetragene Grundfarbe oder die Befeuchtung. Ansonsten erhalten Sie diese hässlichen Blumenkohlränder, die niemand will. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und willkommen zum ersten Video der Serie Himmlisch einfach. Es geht um das Malen von Himmel- und Wolkenstimmungen. Und zwar ausschließlich um den Himmel und Wolken. Die Landschaft, die halt auch dazugehört, ist eigentlich nur als Staffage, nur als Beiwerk dabei. Es gibt Motive, wo der Himmel nicht so wichtig ist. Bei Städtebildern, bei Häuserzeilen etc., da würde ein zu lebhafter Himmel sogar vom Motiv ablenken. Es gibt aber viele Motive, wo die Himmelfläche sehr groß ist. Und genau dafür sollen diese Videos Hilfe sein. Zuerst mische ich ganz locker die Farben. Das war Indischgelb und etwas Lasurorange sowie Ultramarin mit ganz wenig Sienna gebrannt. Danach befeuchte ich das Papier mit dem Hackbrush und sprühe auch ein wenig mit dem Zerstäuber und lege den ersten gelblichen Farbton an. Auch unter die Horizontlinie, das wird eine ganz flüchtige Wasserlandschaft. Jetzt kommt der blaue Teil darüber. Achten Sie bitte darauf, dass die neue Farbe nicht zu nass aufgetragen wird, sonst erhalte ich diese unerwünschten Ausblühungen. Ich male hauptsächlich mit der Ecke dieses Ziegenhaarpinsels und Richtung Horizont gebe ich ein wenig mehr vom Sienna gebrannt dazu. Und auch in die Wasserfläche kommt partiell etwas von dieser Farbe, relativ trocken. Jetzt mische ich die Farbe für die Wolken. Auch hier, der Pinsel ist verhältnismäßig trocken, der Untergrund ist ja noch feucht und so erhalte ich ganz weiche und harmonische Verläufe. Ja, solange das Papier noch nass ist, kann ich noch korrigieren oder auch Teile verstärken. Okay, der Himmel ist eigentlich jetzt fertig. Ich lasse das Blatt trocknen oder beschleunige das mit dem Föhn und male ein wenig Vordergrund, eigentlich nur einige Wellen. Mit dem kleineren Hackbrush, der ist 1 Zoll groß, male ich jetzt die Horizontlinie mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Und mit ganz lockeren Pinselstrichen deute ich eine Wasseroberfläche an, die aber Richtung Horizont einige helle Lücken aufweist. Noch einmal, wichtig war mir bei diesem Video das Malen des Himmels, nicht unbedingt der Vordergrund. Also ganz lockere Striche, jetzt ist etwas mehr Sienna gebrannt dabei und ich deute auch einige ganz einfache Wellen an, indem ich den Pinsel leicht kreisförmig aufs Papier aufsetze. Mit ein wenig mehr Sienna gebrannt mische ich die Farbe für eine Landzunge im Hintergrund. Auch die wird nur ganz locker aufgetragen.
Aus der noch feuchten Wasserfläche kann ich mit dem ausgewaschenen und getrockneten Pinsel etwas Farbe wegnehmen. Und ja, eigentlich bin ich im Großen und Ganzen fertig. Ich füge im Hintergrund noch zwei Segelboote ein, einige Vögel und lasiere im Vordergrund ein wenig mit Preußischblau, um mehr Kühle zu erzeugen. Noch einmal, wichtig war mir der Himmel und nicht der Vordergrund. Aber nur einen Himmel alleine zu malen, war mir halt einfach zu fad und langweilig. Ich wünsche noch viel Spaß beim Aquarellieren und bis bald beim nächsten Video.